So, da er nun wieder da ist, kommen wir zu einer neuen Folge von unserem Let's Play Together Supreme Commander Forged Alliance Survival Light 2A. Schwierigkeitsgrad 0,5, Johnny, Mike, Daniel und ich. Geil. Ja, es ist halt nur der fünfte Versuch, den wir heute hier starten. Hi Mates. Welches UEF von uns nochmal? Mike, ne? Ja. Dann sollst du mir auf jeden Fall gleich mal einen Techniker geben. Tick 3 Techniker, wenn du bitte später mal Zeit hast. Beide gehen auf dich wieder. Und Johnny, du stellst dich schon wieder hinter deine Fabrik. Ja, das ist doch gut so. Nein, wenn du dich vor die Fabrik stellst, dann kannst du die direkt alle Schießt. töten. Ey, du Schießt dann Arsch. automatisch. Dann schießt sie automatisch, ohne dass du was machen musst. Aber kann auch sein, dass er mal irgendwie Tech 2 kommt oder so, ne? Normal kommt direkt Tech 3 hier wieder. Keine, das ist kein Tech 3. Brauchst du Hilfe, Mike, oder nicht? Oh, das geht dieses Mal irgendwie etwas schneller, ja. Ich habe auch jetzt hier nur einen Techniker rausgeholt. Ja, du hast eine Dauerschleife gehabt, ne? Ja, ich habe halt gleich 4, 5 Techniker gebaut. Das war mein Fehler. Aber jetzt bin ich fertig, guck. Los geht's. Ab geht er. Kampf. Ich brauche. Was brauchst du? So, meine lieben Freunde, los geht's. Und ey, guck mal, meine Leute, die mich angreifen sollen, sind einfach unten stehen geblieben. Die sind diesmal nicht gekommen. Oh. Sammeln. Auch nicht viel. Was scheiße. Na ja. Was? Ey, Artillerie auf Daniel, ne? War das ja, so? Ich weiß, ja. Ey, das ist echt komisch, die sind unten stehen geblieben. Baby-Artillerie gar nicht, scheiße. Wo ist die denn, Mann? Ey, ich geh jetzt nochmal runter, ich mach das mit. Oh, das könnte natürlich auch gefährlich werden, aber. Ist ja noch komischer, dass die einfach da stehen und nichts machen. Under attack.
Prevo Player hat die Runde gewonnen. Oh, was denkt denn das jetzt? Kommt denn da so komisch? Was kommt da so komisch? Oh, Mike arbeitet jetzt mit Schilden. Taktisch gut. Ja, nervt auch. Johnny, kannst du ein bisschen mithelfen hier gerade? Weil ich habe gerade den dritten Schub, der bekomme ich ab. Die rennen einfach rüber gerade von dir oben. Ja, ich komme rüber. Na, ah, passt schon. Brauchst nicht rüberkommen, bleib oben. Hä, hey, die ziehen ganz, einen ganz komischen Weg, den ich hier gerade gehen. Insekt vielleicht. Daniel zwischen uns? Ja. Johnny, du brauchst nicht runterkommen zu mir. Bleib oben bei dir. Die zerziehen sich, das habe ich noch nie gehabt. Flak. Hab doch Flak. Ein Problem.
Johnny, nimm deine Commander, nimm deine Einheiten da oben. Achso, für dich. Brauchst Flak, hast du Flak? Was schießt denn da so krass? Aber immer auf die ganzen Einheiten gehen die. Boah, das nervt so. Dann gib mir mal die drei Panzer, die du da unten stehen hast. Dann kann ich die steuern. Danke. Bitte. So einfach kriegt man Panzer. Hä? Achso, okay. Aber diesmal nicht. Deck 3 Luft? Oder was ist das? Ne, ist kein Deck 3 Luft. Johnny macht das gut da oben, wie gesagt. Oh, schon eine... Ah, war nur eine... Kleine Support ICU. Du baust schon eine Spinne, ne? Ja. Hast du dafür genügend Masse? Ja. Hast du Flak? Ja. Mike? Flak? Ja, hab ich, naja. Geo-Player hat die Runde gewonnen, ey. Das kotzt einen doch an, ey. Da tust du und dann gewinnt der das am Ende. Der hält der aus. Dieser Johnny, ne? Ne, die Tech 3 hier. Der Wahnsinn. Interessante Laufwege, die jetzt hier gerade passieren. Das hat 40.000 Health, das Gunship. What the fuck? Ja, nein, 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 zurück, 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 zurück. Pass auf, wenn der explodiert. Sieht ja gar nichts. Bei manchen ist die Explosion groß, ey. Mike, kannst du mir einen Tech 3 Techniker von dir geben? Warte.
bin jetzt gleich fertig. Boah, das Tech 3 Gunship ist bei mir so runtergeflogen wie Buddha. Buddha! Wie Buddha! Hätte nie existiert. Hast du schon mal einen schon gegeben? Ah ne, da hast du noch keinen. Doch noch ganz gut aus. Donny kommt auch gut klar. Donny, ich helfe dir mal eben. So, habe ich auch noch einen Tech 3, den muss ich mal bauen jetzt. So Mädels, die Spinne ist fertig. Los geht's. Brauch nur genug Luftabwehr, ey. Ja, geht hier jetzt mal? Am Ende kommen dann so Commander, die sind auf 110 hoch, ja, Johnny? 110.000 haben die dann. Wieso geht dieser Commander dann nicht kaputt? Ah, jetzt. Stromprobleme haben wir massive, kann das sein? Ja, ich habe 600 plus. Okay, warte mal, das kann an mir liegen. Mike, kannst du helfen, mir meinen GC aufzubauen? Ja, warte. Deinen Technikern? Ich versuche mal den ersten Angriff zu wagen hier. Johnny schafft das da oben. Johnny ist durch mit seiner Spinne. Nice. Sehr gut. Mike schafft's auch. Wollen wir mal was angreifen, Tim, zusammen? Zusammen ist immer schwer, ne? Mal versuchen eben schnell. Wir machen mal. Kommt nach links unten.
2. Haben wir auch hingekriegt. Perfekt. Das schon einmal mitspielen, schon klappt. Haben wir doch gewonnen. Krass in Rekordzeit, ey. Commander under attack. Warum ist auch schon kaputt, Mike, oder was? Ja. War ja irgendwie einfach diesmal. Weil wir schon so öfters gespielt haben jetzt, denke ich mal. Wa? Ja gut, du brauchst ja ein bisschen länger anscheinend, der Taktiker. Taktiker führt uns zum Sieg, was ist denn los? Ich bin auch drauf voll Dings jetzt, ne? Die ist gepimpt. Die weiß gar nicht mehr, was die machen sollen mit der ganzen Power. Wie sind wir denn im Boden hier unten? Deswegen hab ich das. Geilste Einheit bei Supreme Commander. Ja? Klar. Oh. Yeah! The winner for this round, Evo Player. Evo Player won 2k Mars. Attack where Wave 20 has spawned. Alles geil hier. 19 Minuten, ey. 19 Minuten und wir sind fertig. Aber das ist halt so, wie der Mike sagte, wenn du das nicht schaffst, ein Experiment loszuziehen, dann verlierst du. Und wenn du es schaffst... Ich habe auch nicht verloren, also ich habe ja die Base ohne geschafft. Ja, ich bin ja auch nicht mit Experimenten gegangen. Der einzige mit Experiment ist Johnny. Der GC wäre jetzt auch fertig gewesen. Das war sehr geil. Hat Spaß gemacht. In diesem Sinne, bis dahin. Bis dahin, tschüss.